Oh, hallo zusammen, willkommen zurück zu der Solo Challenge hier mit Belgisch Kongo. Erste Geld wieder am Start und es hat sich sehr, sehr viel entwickelt. Wir haben auch bereits Tag 16, wie ihr seht. Und ja, als allererstes muss ich mich bei euch entschuldigen. Ich habe die letzten Tage mal wieder keine Zeit gehabt aufzunehmen. Ich war Privatzeppe unterwegs und es schaut doch so aus, als ob der nächste das genauso weitergehen würde. Ja, ich muss halt leider Prioritäten setzen. Ich komme halt nicht jeden Tag nach Hause, um die Folgen aufzunehmen. Und deswegen sind die Folgen jetzt ein bisschen unregelmäßiger als am Anfang. Aber ich tue trotzdem mein Bestes. Wir sind nach wie vor auf Platz 1 übrigens. Meine punktetechnisch russische Schnurkiste hat aber heute nicht aufgeholt. Hier ein paar People haben mir geschrieben, dass sie irgendwie primär nur den unterstützen, damit der immer stärker wird. Ich weiß nicht, was das für eine Strategie ist, aber irgendwie ist die Runde eh schon in Eimer gefallen, dazu komme ich aber gleich. Ich werde aber trotzdem weitermachen und euch trotzdem informieren. Also wir sind auf Platz 2 bei Provinzen, 74, wir haben 30 weniger als russisch Turkestan, der ein Handyspieler zu sein scheint. Und darauf liegen an mir auch meine großen Hoffnungen, dass der irgendwann inaktiv wird, weil Handyspieler werden meistens häufiger inaktiv als andere. Sagen wir es mal so. Was gibt es hier im Süden? Wir haben jetzt inzwischen hier alles erobert von, was war das hier? Keine Ahnung, der vorherige Gegner, können wir mal hier reinschauen. Da waren wir nochmal Tansania, glaube ich, ne? Und ja, wir haben jetzt inzwischen Krieg mit Dänisch-Grönland mit herben Verlusten, wie ihr seht, aber dazu kommen wir sofort. Ich wollte euch nur zeigen, was hier so abgeht. Also wir sind hier jetzt unterwegs. Jetzt hier liegt halt auch sogar rüber schippern. Ich werde das aber anders machen, werde hier schon mal ein Art hier mit diesen ganzen Männern hier schon mal Action machen. Ich werde hier vielleicht schon mal einige dieser Panzerwagen mal rüber nach oben schicken. Wieso nicht? Ich sehe gerade, dass die hier unnütz sind. So, und da kommen wir auch zu den nächsten Entwicklungen. Also hier sammeln wir noch ein paar Männer. Ich sehe gerade, ich habe hier jede Menge übrig, die jetzt, oder einige übrig, die gerade nichts zu tun haben. Wir können die schon mal hierhin bewegen. Ein bisschen Moral tanken über den Tageswechsel und die hier, die ganzen People können alle schon mal nach Norden gehen, weil wir angegriffen werden, Leute. Wir sind unter Angriff und zwar nicht nur von einem Spieler, sondern von mehreren. Bafar hat uns den Krieg erklärt, genauso wie den Grönland. Grönland zuerst und wie ihr seht, da hat gar nicht so viele Provinzen. Ne? Er hat ja jetzt inzwischen 52, weil er doch noch ein paar Sachen eingeheimst hat, aber er hat gar nicht so viele Provinzen gehabt, hat das hier alles hier nicht gehabt und hat das innerhalb von kurzer Zeit erobert und aus irgendwelchen Grund sind aus dem Nichts Bomber erschienen und Jäger erschienen. Also erschienen, ja, ihr wisst, was ich meine, ne? Wahrscheinlich mit Goldmark erschienen. Mit Schlachtschiffen, jede Menge Kreuzer und so weiter. Und das alles bereits schon vor 3 Tagen. Was sehr ungewöhnlich ist, am Tag 13 oder so, so eine große Flotte zu haben mit so wenigen Ressourcen. Auch immer da kann ich nicht so viel gehabt. Der hat viel weniger Provinzen als wir und hat hier gebaut wie ein Wahnsinniger. Fragezeichen. Ja, ihr wisst, was ich meine. Also ich, hier ist auch ein EBG gewesen. Ich weiß nicht, ob der inzwischen verschwunden ist oder wo der hin ist. Der EBG ist auch, ist jetzt, hat auch hier geballert wie ein Wahnsinniger. Ich habe hier sehr viel Verlust erlitten, weil das, der Angriff vielleicht überraschend kam. Und ja, und die greifen mich beide gleichzeitig an. Hier ist Bafar unterwegs, holt sich jetzt hier die letzte oder ein Gebiet noch von. Nee, das Bafar hat das geholt, genau. Jetzt greift er hier weiter französisch Westafrika an. Ich hoffe, dass er mir die Hauptstadt für diese übrig lässt. Er kann sich hier mit der KI ja gerne mal beschäftigen, solange ich versuche, ihn jetzt hier über Nacht hier mal runter zu ballern und ein bisschen zu beschäftigen. Mal schauen, wie das so hinhauen wird. Ansonsten kann ich hier mir noch ein paar Sachen zerballern. Hoffentlich, wir haben inzwischen da schon 6 Kreuzer unterwegs und 75.000 Mann. Hier habe ich sicherheitshalber nochmal einen 3 Artis und auch 48.000 Mann eingepackt, weil hier nämlich auch voll die Action war. Hier, einige Kreuzer von dem habe ich dann abgeschossen, weil die Artis ja eine höhere Reichweite haben. Ne? Inzwischen habe ich hier auch schon 2 Kreuzer, die sammeln sich hier, um das hier abzuballern und dann ich mal auf Offensiv. Und dann sollen sie direkt da nach Süden erstmal gehen und dann hier um Afrika herum, hier nach Norden, 15 Stunden, okay, das schaut gut aus, dann sollen die hier hingehen. Und hier so viel wie möglich zerbröseln. Ich habe hier keine Artis gesehen, deswegen ist das in Ordnung. Allerdings ist er hier ausgeschippert, da der hat hier Schutz gesucht bei dem inaktiven KI-Gegner. Ne? War auch ein bisschen unvorbereitet, muss ich sagen, auf den Angriff von den Amerikanern, weil ich nämlich hier Armeen gesammelt habe, schon mal um britisch Ostafrika anzugreifen. Hat ja jetzt leider nicht so
Nicht dieser Provinz ist hier mir leider revoltiert, deswegen muss ich hier demnächst mal hier, wenn die Armee hier bereit ist, das angreifen, dann hole ich mir die Hauptstadt direkt. Ist zwar nur eine Art, die da dauert ein paar Stündchen, da bis da runtergewandert wird. Vor allem eine Stufe 5 Festung, könnt ihr euch vorstellen. Aber es werde ich trotzdem so machen. Kein Problem, ich habe hier dann noch ein paar Männer und so weiter, die werde ich hier noch so ein bisschen verteilen, bevor ich den Angriff durchführe. Ja, also Angola hält sich hier raus. Ich sehe gerade, er ist auch inaktiv geworden. Okay, dann kann ich ihm vielleicht auch Wegerecht geben. Dann sollte hier kein Problem sein, wenn er inaktiv ist. Dann mag er mich ein bisschen mehr. Wie viel Prozent mag er mich? 33% nur noch. Okay. Wahrscheinlich, weil ich mit seinen Partnern hier im Krieg bin. Deswegen ist die Beliebtheit natürlich runtergegangen, wenn man hier diese KI hier anschaut. Der mag mich immerhin noch 64%. Ja, vor allem wurde ich ja von zwei Spielern gleichzeitig angegriffen. Da geht natürlich immer runter. Russisch Alaska ist auch mit denen in einer Koalition, oder? Nee, ist er gar nicht. Ach, Grönland ist ohne Koalition. Hat die Koalition verlassen, glaube ich. Kämpft mit 7 Ländern. Gegen Sudan kämpft er auch und gegen Irland. Das ist ja interessant. Und gegen Bafar kämpft er jetzt auch. Weil er ein Goldmarktspieler ist, haben sich die gegen den verbündet oder was. Auf jeden Fall ist er rausgeschmissen worden. Jetzt kämpfen sie gegen ihn auch, also werde ich dann mit ihm ein bisschen weniger Stress haben. Umso besser, wenn er jetzt mit denen auch noch im Krieg ist. Können die sich ja gegenseitig beballern hier. Okay, das ist eine neue Entwicklung scheinbar. Doch gestern oder vorgestern war er noch in dieser Koalition hier drin. Und jetzt auf einmal nicht mehr. Sehr spannend zu lesen. Ja, auf jeden Fall habe ich hier eine ordentliche Armee verloren auch. Sehr viele Panzerwagen und so weiter, weil ich nicht aufgepasst habe oder nicht online sein konnte. Habe ich aber zurückgeschlagen, habe ihm eine große Armee vernichtet. Ich habe hier jetzt schon 13 Artis und hier kommen auch noch mal ein paar hinterher. Wie ihr seht, kommt alles hinterher. Schauen wir mal hier. In der ganzen Gegend hätte ich dann 20 Artis. Würde theoretisch reichen, um hier ordentlich aufzuräumen. Aber die Gefahr ist halt eben wegen gekauften EBGs und Bombern, die er gehabt hat. Die Bomber wurden, glaube ich, inzwischen zerbröselt, weil er mich die ganze Zeit angegriffen hat und keine Pause gegönnt hat. Und ich habe halt hier mit den Panzerwagen und Fesselballone das einigermaßen abwehren können. Und ich sehe gerade, ich muss mal in die Provinzenverwaltung auch mal kurz reinschauen, um zu schauen, was da so abgeht. So, hier habe ich überall Eisenbahn. Wo ist denn Kapstadt? Das ist da unten im Süden. Kann ich hier auch mal eine Eisenbahn schon mal in die Wege leiten. Und Regane, das ist die Provinz, die haben wir verloren. Jetzt haben wir es wieder zurückgeholt. Die von mir in die Wege gesetzte Festung ist noch im Bau. Sagen, da soll mal die Werkstatt gebaut werden. Und dann noch eine Eisenbahn. Schauen wir mal. Dahin ist es schon befriedet. Und in Ost-London, das haben wir auch frisch erobert, da kann man auch mal eine Eisenbahn in Wege leiten. So, mal gucken. Hier schaut es ganz gut aus bei den Ölprovinzen. Da wird noch gebaut. Kohle auch. Und hier fehlt noch Kohle. Da kann man auch eine Eisenbahn bauen. Hier auch. Ja, dadurch, dass wir einige Provinzen verloren haben, sind wir jetzt tatsächlich im Plus mit allen Ressourcen. Also hat das auch sein Gutes gehabt. Guck mal ganz kurz in die Kaserne. Sind eigentlich irgendwelche Wärme deaktiviert? Nee. Kasernen schauen gut aus. Wo, bis auf den hier, Dodoma 65, deaktiviere ich das erstmal kurz. Weil der nicht 100% ist. Ne? Ich schau mal ganz kurz durch, ob irgendwelche Spione hier aktiv waren. Sehe keine. Okay, ja, also er schaut. Ganz kurz zusammengefasst noch hier. Weiß nicht, wann ich wieder zum Aufnehmen komme. Deswegen mache ich jetzt mal eine etwas längere Folge, als ich eigentlich normalerweise gemacht hätte. Wahrscheinlich hätte ich nur so ein Zwischenupdate im Normalfall gemacht. Aber jetzt bleibt mir ja nichts anderes übrig. Hier baue ich schon. Okay. Hier wird auch gebaut. Sehr gut, sehr gut. Ja, wie gesagt, also es ja, schaut jetzt nicht mehr ganz so gut aus mit der Solo-Challenge wie bisher, weil eben Zeitmangel und zweitens auch eben. Weil mich mehrere Spieler gleichzeitig angreifen. Ich habe jetzt hier Madagaskar, will ich jetzt erstmal aufräumen, dann hätte ich hier meine Ruhe. Jetzt will ich den hier rauswerfen aus Afrika. Hoffentlich klappt das so. Die beiden Spieler sogar, die haben natürlich auch jede Menge Panzer und so weiter. Vor allem der hier hat, wie gesagt, jede Menge schwere Panzer und normale Panzer auch noch gehabt. Also seid mir nicht böse, weil ich dem Goldmark Jusik unterstelle. Ja. Das ist einfach logisch. Man sieht, der war ja hier tagelang Markt beherrschen. Der konnte nicht so viele Ressourcen ansammeln. Das ist einfach so. Und er hätte zwar viele Hauptstädte kriegen können, vielleicht auch gut gehandelt intern mit anderen Spielern, aber dass er so viele Schlachtschiffe und was weiß ich, was der alles und Kreuzer, die ich teilweise schon alle abgeballert habe, dass der so viel da daher schickt und so viel Flugzeuge und
auch noch EBGs und so weiter. Also seid mir nicht böse. Und Panzer, ne? Das ist nicht möglich. Das ist ganz einfach. Ich habe ja noch nie mal einen einzigen Panzer besetzt. Und ich baue ja schon wie verrückt. Seit Tagen. Seit Tag 1 eigentlich schon. Ne? Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Also ich mache jetzt mal noch ein bisschen Geld. Tatsächlich. Oh. Ich sehe gerade, dass ich ein bisschen mehr auf Nahrung switchen kann. Dann ein bisschen mehr verkaufen. Ja, so. Das passt hier einigermaßen. Der Gas brauchen wir tatsächlich nicht so viel. Gehen wir lieber mehr auf Öl. Machen wir 1000 Öl pro Stunde, das schaut gut aus. Und gucken wir nochmal auf der Rohstoffbörse, ob es irgendwas Günstiges gibt. Nee. Öl ist jetzt auch 10,0. Ich kaufe mal ein bisschen Kohle. Alles, was unter 4 ist, kaufe ich meistens auf. Und bei Gas auch meistens. Und dann kann ich immer so ein bisschen gegenregulieren. Wobei, das vieles brauche ich gar nicht eigentlich. Na gut, ich hole es mir mal. Gehen wir ein bisschen weniger auf. Noch ein bisschen weniger oder gehen wir ein bisschen minus in Gas, so auf 100 oder sowas, dann haben wir umso mehr Kohle und umso mehr Öl. So rum. Okay, da haben wir das auch erledigt. Die Provinzenverwaltung habe ich ja gut gezeigt. Ich zeige mal Statistiken in der Zeitung vielleicht nochmal ganz kurz zum Schluss. Mächtigsten Armee in der Welt sind wir nach wie vor Platz 1. Wir haben jetzt natürlich sehr viel verloren, aber immerhin. Wir sehen hier die Statistik. Wir haben 155.000 Mann verloren. Da haben sie ein großes Stack von uns zerstört, während ich geschlafen habe. Ich habe aber zurückgeschlagen, haben wir jetzt 193.000 zerstört. Gegen Tansania habe ich 23.000 verloren, sie 185.000 und wartet mal kurz auf Tag 16. Wir haben ja Tag 16, okay. Passt schon. Tag 15 war genau die effizientesten Industrienation. Wie ihr seht, haben wir ordentlich aufgeholt, obwohl wir so viele Gebiete gehabt haben. Und für eine Industrienation waren wir mit recht großen Abstand Platz 1, obwohl Turkestan so viel aufgeholt hat, weil er eben sehr viel Gebiete noch zusätzlich erobert hat. Ja, also es läuft ganz gut eigentlich jetzt wieder einigermaßen, nachdem jetzt wir ein paar Gebiete auch zurückgeholt haben. Wir waren ja schon bis hier irgendwo, oder? Ne, bis hierhin, genau. Und dann hat er hier alles nochmal erobert und zurückerobert, hin und her ging das. Das habe ich mir einigermaßen gefangen. Jetzt habe ich viele Artis hier am Start. Und ich werde mir jetzt gleich nochmal Provinzverwaltung auch noch mal ganz kurz angucken, dass wir noch mehr produzieren und eventuell auch schon mal mit Flugzeugen demnächst anfangen, weil die Level 4 Fabriken sind teilweise auch schon im Bau. Zum Beispiel hier, ach, die ist sogar schon fertig, ja wunderbar. Ja, so lobe ich mir das. Dann kann ich gleich mal hier im Fliegerhorst in die Wege setzen und gleich mal zwei Artis. Machen wir mal hier tatsächlich ein paar Flugzeuge mal zur Abwechslung. Bei Jagdflugzeuge, falls er wieder mit Bombern ankommt. Und dann muss ich jetzt schauen, dass ich hier so ein Netzwerk errichte bis hierhin unbedingt. Können wir das gleich schon mal bauen, wenn wir hier einen brauchen, genau. Und hier vielleicht, ne, hier wird noch die Festung gebaut, ne. Festung Level 2 breche ich mal ab. Okay, die Fabrik machen wir dann später. Hier baue ich auf jeden Fall erst einmal ein Fliegerhorst, dann Fabrik Level 3 und 4. Und weiß nicht, kann ich notfalls abbrechen, eventuell die Festung weitermachen. Dann können wir das hier so lassen. Genau, und wenn der Fliegerhaus durch ist und so weiter, können wir später dann auch noch hier Flugzeuge auch noch bauen. Aber erstmal ist nur wichtig, dass ich hier ein Areal hier abdecken kann gegen die gekauften Bomberchen, ne? Ich habe auch einige Fesselballone natürlich auch nach Norden geschickt schon mal, weil eben als Luftabwehr, ne, sind ja ganz gut, genauso wie die Panzerwagen sind ja wirklich stark gegen Lufteinheiten, also gegen Bomber und auch gegen Jäger. Gegen Jäger sowieso, weil die Jäger sind ja hauptsächlich gegen Bomber sehr stark, ne? Ja, also ich versuche jetzt, wie gesagt, hier so ein bisschen aufzuräumen und alles Mögliche hier zu zerbröseln, was ich kann, und hier dann auch ein bisschen Kontrolle zu kriegen. Schauen wir mal, ob ich das schaffe, und die nächsten zwei, drei Tage werde ich wahrscheinlich wieder nicht aufnehmen können. Heißt, ich werde euch dann, also wird dann umso spannender für euch, wie die nächste Folge aussieht. Hoffe jedenfalls. Danke fürs Zuschauen, liebe Leute. Bis dann. Ciao.